Sekunde, also hier landen sozusagen die Kids zum Beispiel, landen hier Verkehrsregeln. Ja? Ich war ja mit meinen Migranten auch schon mal da, mit meinen Flüchtlingen. Ja, ja? Genau. Ja. Da lehren wir, oder die Polizei vielmehr, ja. Die machen den Verkehrsunterricht hier auf dem schönen Platz, der ja auch 2016 hergerichtet wurde wieder, nach der Schließung hier. Erst lernen sie die Verkehrsregeln hier im Schonraum, heißt das. Der Schonraum. Okay, ja. Und wenn sie dann gut genug sind für die Straße und dann erfolgt im Straßenverkehr. Jetzt gibt es wilde Rennen, geht's halt. Genau. Ja. Siehst du, Jens, so sieht Ehrenamtsarbeit aus. Man muss anpacken. Anpacken, so ist es. Ist Paketeschleppe kommt auch vor. Ab und zu mal ein bisschen viel Arbeit, aber es macht auch Spaß. Ich meine, das Paketeschleppe jetzt nicht gerade, aber... So, wohin? Also, wir machen das hier. Super gut, der Herr Dieterich, das ist, der geht hier drin auf. Das ist Wahnsinn. Okay, ja. Der engagiert sich für die Kinder, wenn er sieht. Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich stehe hier am Sicherheitstrainingsplatz in der Nähe des M55. Das kennen die Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer. Als Stadtverordnetenvorsteher setze ich meine Reihe fort und frage Menschen, die für Institutionen stehen oder für Firmen oder Selbstständige sind. Und heute haben wir eine ganz interessante Institution. Und neben mir steht Sigrun Sulk. Sie wird sich gleich nochmal vorstellen. Es geht um die Rüsselsheimer Ortsverkehrswacht. So viel darf ich schon mal sagen. Und wir werden erstmal etwas über die Institution erfahren. Und dann aber natürlich, dass mir als Vorsteher ganz wichtig ist, den Blick auf Rüsselsheim. Aus der Sicht des Engagierten heraus, aber auch die persönliche Sicht auf Rüsselsheim. Aber jetzt fangen wir erstmal an, Sigrun. Wer bist denn du? Also mein Name ist Sigrun Sulk. Ich bin die Vorsitzende der Ortsverkehrswacht Rüsselsheim seit 2006. Und im Vorstand sind weitere Mitglieder. Mein Vertreter ist der Hans-Joachim Reinhardt, dann der Rechtsanwalt Herr Denninghoff ist dabei, der Rudi Müller, der Armin Strauß, das sind alles Leute, die Sicherheitstraining machen. Dann ist noch der Burkhard Hirsch dabei und der Robert Simon. Und habe ich noch jemanden vergessen? Ja, der Bernd Pohlmann. Ich hoffe, ich habe sie alle. Ja, also ihr seid ein breites Team, das am Start ist. Ja, im Vorstand sind wir 9 Leute. Ja. Und du bist fast eine Rüsselsheimer Mädchen. Du hast mir vorgeschwächt, wann bist du nach Rüsselsheim gekommen mit? Ich bin mit bisschen mehr als 3 Jahre bin ich nach Rüsselsheim gekommen. Ja. Also ich bin eigentlich, in dem Sinn bin ich Rüsselsheimerin. Perfekt. Ganz ordentlich. Rüsselsheim gefällt mir auch sehr gut. Da kommen wir noch drauf, Aber jetzt erstmal zur Institution. Ortsverkehrswacht. Einfach mal vorstellen, jemand hat keine Ahnung, was es ist. Also Verkehr kann ich mir von der vorstellen, aber was genau macht ihr? Also die Verkehrswacht, der Name, der ist irgendwie ein bisschen falsch gewählt. Der ist zwar schon über 50 Jahre alt, 60 oder 70 Jahre vielleicht sogar, ich weiß nicht, wann die deutsche Verkehrswacht gegründet wurde, aber der Name selbst gefällt mir nicht so gut, aber gut, daran kann ich jetzt nichts machen. Das ist so. Wir sind da für Verkehrssicherheit. Mhm, ganz wichtig. Nachhaltige Verkehrssicherheit. Das fängt schon im Vorschulalter an, in der Kita. Mhm. Dann setzt sich das fort in der Schule. Ja. Wir gehen mit den Kindern den Schulweg ab, um die auf die Gefahren im Straßenverkehr vorzubereiten. Das macht, also mir persönlich macht das sehr großen Spaß. Wir haben weitere Programme, dann geht es weiter für junge Fahrer, Aktionen für junge Fahrer, Führerschein-Neulinge praktisch. Ja. Möchten wir auch so zeigen, was für Gefahren lauern beim Autofahren, weil routinierte Fahrer kennen das vielleicht, aber die Neulinge noch nicht so. Ja. Dann machen wir Fahrradtraining für Geflüchtete, Fahrradtraining für... Ganz viele Flüchtlinge, Menschen. Also die aus einem anderen Kulturkreis kommen und das hier nicht so kennen. Ja, ganz wichtig. Habe ich selber auch mal gemacht bei euch, mit Flüchtlingen aus Raunheim und die waren ganz begeistert, darf ich sagen. Ja, klar. Die müssen ja die Verkehrsregeln kennen. So ist das, Und manche können noch nicht mal Fahrrad fahren, Ist auch richtig. Das lehren wir denen auch. Viele, gerade die Frauen, muss man sagen, durften kein Fahrrad fahren. Die durften kein Fahrrad fahren. Das ist auch ein bisschen ein Problem. Die Frauen, die, also manchmal muss ja dann derjenige, der den Verkehrsunterricht durchführt, muss ja mal eingreifen ins Rad. Ja. Bei den Frauen nicht. Schwierig. Das ist ein Problem halt. Mhm. Ja. Okay. Aber sonst sind wir da eigentlich ziemlich erfolgreich. Wir machen auch Fahrradfahren für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Okay. Haben wir auch schon gemacht. Machen wir auch weiterhin. Mhm. Wir machen Kurse für Pedelecs, wenn sich jemand ein E-Bike kaufen möchte und
weiß noch nicht, solche rechtlichen Vorschriften, was darf ich damit, was kann ich damit und ist ich noch unsicher auf so einem Pedelec oder auf dem E-Bike und dann machen wir Kurse, bieten wir Kurse an. Eine Sache ist noch ganz wichtig und finde ich auch ganz toll, ihr kümmert euch auch um die, ich sag mal, die ein bisschen gestrauchelt sind im Straßenverkehr, ja, also ja, die mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, ja, sind. Da gibt es nicht nur irgendwie ein Knöllchen, sondern... Ja, das ist jetzt ein neues Projekt, was wir haben und zwar sind wir angesprochen worden von dem Jugendamt, nee, nicht Jugendamt, praktisch vom Gericht werden die im Straßenverkehr auffällig gewordenen Jugendlichen Straftäter, sage ich jetzt mal, die auffällig wurden, die bekommen keine Strafe, die bekommen bei uns einen Verkehrsunterricht. Sehr gut. Ja, ja, der zieht sich über 3 Doppelstunden und die müssen da erscheinen. Wenn sie nicht erscheinen, dann werden sie halt verurteilt. Ja, und manchmal, also einer hatten wir bis jetzt, der hat ein Fahrsicherheitstraining angeordnet bekommen und musste hier teilnehmen auf dem Sicherheitstrainingsplatz an dem Fahrsicherheitstraining. Okay. Ja. Aber das ist eine tolle Sache, ja? Das ist eine tolle Sache. Weil Strafe allein bringt nichts und dann die müssen ja auf den richtigen Weg geführt werden. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, vielleicht nochmal, ihr seid seit 50 Jahren aktiv. Es gab jetzt ein Jubiläum, ja, das muss man auch mal sagen. Also ihr seid nicht seit vorgestern am Start, sondern das hat Tradition. Ja, wir haben Rüsselsheim, ja? Wir hatten 2006 50-jähriges, das heißt über 50 Jahre eigentlich. Hm. 50 Jahre sind wir jetzt Rüsselsheimer Verkehrswacht anerkannt oder gemeinnütziger Verein. Auch wichtig, ja. Und das Jubiläum, was wir letztens hatten, das war die Jugendverkehrsschule. Ja, ach, die Jugendverkehrsschule, sorry. Ja, das habe ich jetzt schon, ja, genau. Die gehört ja der Stadt. Gehört der Stadt. So, wir haben unseren Sitz in der Jugendverkehrsschule. Richtig, ja, korrekt, ja. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen Werbung machen für euch. Und zwar, ihr macht das ja alle, du machst das ehrenamtlich, ihr macht das alle ehrenamtlich, aber da fehlen noch ein paar Mitstreiter. Ja, 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 leider. Ja. Es ist natürlich ab und zu schon mal ein bisschen Arbeit, aber die Arbeit macht Spaß. Wenn man dann sieht, wenn man mit den kleinen Kindern zum Beispiel den Schulweg übt und das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und wenn man dann sieht, ist mir schon oft passiert, ich fahre ganz normal und dann sehe ich auf einmal so kleine Kinder oder Schüler laufen und die verhalten sich genauso, wie wir es denen gezeigt haben. Ja. Und das finde ich toll. Ich habe auch gesehen, in eurem Schulungsraum hängen auch Danke-Bildchen. Ja, da wurde geschrieben, wer halt die Schulung gemacht hat. Vielen, vielen Dank, Herr Dietrich, oder wer es war. Ja, vielen, vielen Dank. Also ganz süß. Ja, ja, das kommt an, sage ich mal, in den Schülern. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, was ihr so alles, ihr macht sehr viel. Übrigens, ihr habt eine tolle Homepage, da kann man das auch alles nachlesen. Ja, ja. Was ihr so treibt, ja, was ihr anbietet an Schulungen, ganz, ganz umfangreich. Wir haben uns angeguckt, den Schulungsraum, den ihr habt. Ja, ja. Das ist auch wichtig, dass man sowas hat, dass man sich auch mal zusammensetzen kann. Theorie gehört ja auch dazu. Ganz genau. Dass man sich nicht nur auf der Straße, wie, den, wie die hier die Übung, die man macht, oder die Jugendverkehrsschule, sondern es ist auch Theorie, es sind Gesetze und Regeln, die einzuhalten sind. Genau. Das müsst ihr ja auch vermitteln. Ja, natürlich. Ich glaube, da haben wir jetzt erstmal alles so, oder? Ja, wir machen vergessen? Natürlich noch viel mehr, das hier aufzuzählen. Also wir arbeiten auch mit älteren Menschen. Wir haben schon Kurse für Rollatoren angeboten. Okay. Und also bei den älteren Menschen kommen wir nicht so gut an, muss ich sagen. Weil die sagen immer, das kann ich doch. Ich kann schon. Weißt du halt. Genau. Eins ist nur wichtig, ihr arbeitet jetzt nicht alleine, macht euer Ding, sondern ihr kooperiert ja auch mit der Stadt, mit anderen. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, Polizei mit der Polizei unterstützen uns auch sehr, wenn wir zum Beispiel Fahrradkodierung machen. Das macht die Polizei für uns dann. Oder andere Sachen halt. Jetzt zum Beispiel bei diesem Kurs, was ich angesprochen habe, für die straffällig gewordenen Verkehrsdelikte, ja, sage ich jetzt mal, da kommt die Polizei dazu und macht dann Berichte über Drogen und Alkohol. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. Aha. Ja, also ihr kooperiert mit Stadt, mit den Gerichten, mit Polizei, ihr seid da breit aufgestellt und seid kein, wir machen unser Ding und fertig, sondern ihr seid da gut vernetzt. Da. Ja, ja, wir sind ja eigentlich auch abhängig von der Stadt, bisschen, ja. Ja, natürlich. Ja, klar, natürlich. Jetzt kommen wir mal zu dem Teil, du mit deinem Engagement, ihr mit eurer Institution, ihr guckt ja, oder du guckst auf einen bestimmten Teil dieser Stadt aus deinem Engagement heraus. Ja. Wenn du aus deinem Engagement heraus auf Rüsselsheim blickst, wie nimmst du Rüsselsheim wahr? Wie siehst du das? Ja, da ist natürlich noch einiges verbesserungswürdig, dass vielleicht die Radwege effektiver gestaltet werden müssen. Ja. Ich fahre sehr viel mit dem Rad, aber ich bin eigentlich zufrieden. Manchmal sind so der Untergrund, wo man so einen kleinen Absatz drin
wenn es nun mal hängen bleiben könnte, was ausgebessert werden müsste oder so. Mhm. Aber so von dem Radverkehrsnetz würde ich sagen, ist Rüsselsheim doch ganz gut. Gut, ja. Schönes Resümee. Jetzt kommt nochmal dein persönlicher Blick, sag mal, als Bürgerin in Rüsselsheim. Du blickst auf deine Stadt, jetzt versuch mal den Verkehr auszublenden, ja, das Fahrrad, ja, Auto, alles auszublenden. Wie nimmst du Rüsselsheim wahr? Was ist dein Blick auf Rüsselsheim? Also Rüsselsheim gefällt mir sehr gut. Das ist ja meine Heimatstadt, auch wenn ich hier nicht geboren bin. Ich sehe, Rüsselsheim hat gerade seit dem Hessentag hat sich positiv entwickelt, obwohl noch sehr viel Entwicklungspotenzial da ist. Es wird leider nicht genutzt. Ja, hast du so ein Beispiel? Kannst du da was benennen? Ein Beispiel, ja. Zum Beispiel Opel-Altstadt. Ja. Ja, am Anfang hieß es Motorwelt kommt. Hat jeder gesagt, oh, klasse, jetzt gibt es was bei uns. Wann war das? Wann kam das? Ich weiß einfach, die sind ja noch da. Also, die sind noch da. Ja, ja. Aber es passiert ja eigentlich irgendwie. Fühlt sich, ja. Okay, interessante Wahrnehmung. Ja, das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Okay. Und also ist noch viel machbar. Man muss das halt nur tun, weil wir liegen ja mitten im Rhein-Main-Gebiet. Das ist ja wunderbar. Unsere Lage ist ja wunderbar. Da müssen wir wirklich mehr drauf machen. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Politik. Das ist richtig. Aber wir wollen ja mal, ich will ja deine Einschätzung mal hören, ja? Ja. Du lebst seit deinem dritten Lebensjahr hier in Rüsselsheim. Ja. Du engagierst dich ehrenamtlich seit vielen, vielen Jahren, muss man auch mal dazu sagen, ja. Top, hier in dieser Stadt. Und deshalb ist es umso interessanter. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade mal ansprechen, das Ehrenamt. Meiner Meinung nach lebt auch die Stadt von den Ehrenamtlichen. Absolut. Ja. Und wenn es die nicht gäbe. Riesenproblem. Hat gemerkt, wenn ihr als Ehrenamter durch die Stadt fahrt und Hinweise gebt, was noch zu verbessern ist, ganz wichtig. Das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Ja. Das machen wir auch. Ja. Aber wichtig ist mir auch, du sagst auch immer, es macht dir Spaß. Ja. Seit vielen Jahren. Ja. Ja. Ich kann es immer nur in der Straße. Ich selber bin auch schon viele Jahre Vorsitzender von Radio Rüsselsheim. Ehrenamt macht Spaß. Ja. Ja. Aber ihr sucht noch ein paar Mitstreiter. Ja, das wollen wir nochmal festhalten. Wir suchen noch Leute, die uns unterstützen. Also wir sind eigentlich von der Altersstruktur ziemlich höher angesiedelt, sage ich jetzt mal, alt will ich jetzt Best sagen. Best Ager, sagt man. Best Ager, genau. Ja. Und da suchen wir trotzdem noch Mitstreiter. Wir haben jetzt zum Beispiel das Schulwegtraining geht jetzt. Wir haben zwei Leute, die ganz Rüsselsheim und Raunheim abdecken. Die sind auch für Raunheim zuständig. Das schaffen wir nicht. Okay. Und da hätten wir sehr, sehr gerne unterstützt. Also bei Sigrun Sulk melden, Homepage findet man an den Kontaktdaten. Alles gut, ja? Ja. Sigrun, vielen Dank für diesen Blick auf Rüsselsheim, aber auch für die Informationen über euer Engagement. Ja. Danke auch an Achim Weidner, der die Technik wie immer gemacht hat, hervorragend. Und ich weiß nicht, wer zuständig ist. Danke für das schöne Wetter, das wir hier haben und den schönen Platz. Ja. Gut. Okay, vielen Dank. Ja.